Wir haben schlecht angefangen. Wir sind 5-1 hintergekommen, glaube ich, nach 6-7 Minuten. Dann haben wir uns wieder reingekämpft ins Spiel. Die Mannschaft war sehr gut, aber in der ersten Halbzeit war es schlecht. Es war ein harter Arbeitstag für uns. Es lief nicht super, aber mit Kampfgeist und Will am Ende, dann haben wir das zusammen geschafft. In der zweiten Halbzeit waren wir schnell zurück und alle Aprella war sehr gut. Und ja, wir waren schnell zurück und die Mannschaft spielte sehr gut. Wir haben 5-6 Auswärtsspiele gespielt und jetzt endlich wieder in der SAP-Arena. Wir müssen auch verstehen, wie schwer es ist in Bundesliga mit vielleicht ein bisschen schweren Beinen, ein hartes Europapokalspiel hinter uns. Gegen jeden Gegner müssen wir kämpfen für die Punkte. Und dann ist auch wichtig, dass alle rumherum verstehen, wie hart es ist in Bundesliga. Wir haben einen Trainer, der sich vorbereitet. Also das ist für jedes Spiel vorbereitet, so das ist ein Weltmeisterschaftsfinale. Und das ist auch gut für uns. I want to win every game. I come in every game to win. So I think, yeah, I think we have to be very concentrated gegen Hamburg. In der Mannschaft ist es ist gut. Es ist gute Stimmung. Wir wissen auch, dass wir treffen auf einen sehr guten Gegner jetzt am Wochenende. Und wir müssen uns verbessern in vielen Bereichen, um HSV hier zu schlagen. Das wird eine neue Partie. Wir schließen das hier ab. Wir genießen noch 2 Punkte. Und dann gehen wir mit Selbstvertrauen rein in das Spiel gegen HSV. 2 Punkte, so jetzt ist gut. Das ist so wichtig für uns. Und wir möchten auch die Fans reinbauen in unsere Erfolge jetzt im Moment. Wir freuen uns. Volle Halle gegen Hamburg. Die Atmosphäre und Ambition ist sehr gut. So. Ich kann gut, ja, sehr gut. Und das mit der deutschen Sprache, ist es schwer oder geht? I'm learning.